sieht ganz gut aus. Ich würde hier vielleicht, muss kurz schauen, ich denke mal, wir werden hier wahrscheinlich einen Durchbruch machen müssen. Beziehungsweise das alles mal abbauen. Moment. Hier. Das werden wir alles wegnehmen müssen. Und dann eine richtige Wände hinsetzen. Ein bisschen umständlich, aber mir ist lieber, ich habe das oder den Stahl und schau mal, was hier an Stahl ist. Hier ist auch noch mega viel. Das kann ja eigentlich nichts Gutes bedeuten. Wir schauen mal. Spule. Wenig Nahrung, was? Ja, das ist nicht ganz unwahr. Wir haben noch 12 Rationen. Das heißt, wie lange wird das jetzt hier noch brauchen? Das ist aber erst zur Hälfte gewachsen. Also das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall Tiere jagen. Was haben wir denn hier? Eine Schildkröte? Die nehmen wir auf jeden Fall. Hier, oh ja, komm. Jagen. Jagen. Haben wir noch ein bisschen was in der Nähe? Da ist die Ruffer, die rennt einfach nur blind rum. Das haben wir. Das ist. Was war das? Plaststall, ne? Ja. Hallo, was war das? Sonnenfinsternis ist vorbei, das ist sehr gut. Können wir auch nicht mehr gebrauchen, sowas, weil wir brauchen Strom. Und das geht nur mit Solar. So, okay, ich denke mal, das wird das mal erreichen. Die essen erstmal fein. So, nach und nach werden wir dann wahrscheinlich hier ein bisschen, ich werde mal hier ein bisschen Stahl da, so ein bisschen ja, uns verbessern, was das was die Umgebung angeht. Wir werden dann irgendwann aus den Holz werden wir mal Stahl beziehungsweise noch Marmor und so eine Sachen bauen und dann schauen wir einfach, wo das hinführt. Momentan sieht das echt gut aus, weil wir viel Stahl haben. Da hört's auf, scheinbar. Das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir bauen einfach die Stahlwand dahin. Da und da. Und da auf jeden Fall auch. Darum geht's weiter, Leute. Nicht so schlecht. Es hätte uns schlechter treffen können. Wir müssen nur halt das Beste draus machen. So, wie kalt ist das jetzt hier eigentlich? In 6 Grad. Dann würde ich das jetzt ganz gern alles einfrieren. Und minus 5 draus machen. Und aber hier nur. Moment. Kopieren. Dann Lagerzone. Und zack. So, und dann würde ich auf jeden Fall bei der hier. Also Brocken nicht. Körperteile, Waffen nicht. Das brauchen wir hier nicht. Waffen nicht, Waffen. Ich würde hier eigentlich ganz gerne nur Verderbliches reinbringen. Was sind Rohstoffe? Nein. Hergestellt Medizin, ja. Textilien, nein. Geschosse auch nicht und Bauteile auch nicht. Und Nahrung auf jeden Fall. Alles. Genau. Sehr gut. Und bei Leichen? Eigentlich auch nicht. Leichen gar nicht. Okay. Und das würde ich schon auf jeden Fall auf kritisch setzen. Das heißt, dass das höchste Priorität hat. Ne? Das heißt aber auch für uns, wir müssen dann langsam mal Dinge woanders einlagern, wie zum Beispiel in Regalen. Moment, wir machen die aber aus Holz, denn Holz haben wir noch. Aber nicht mehr so viel, wie ich sehe. Dann sollten wir vielleicht Stahlschränke bauen, ne?
Quatsch. Silber, nicht Stahl. Bam. Bam. Wollen wir mal irgendwo an der Seite hinbringen? Ja, wir bringen die einfach mal hier in jeden Raum ein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Okay. Dann heißt das aber für uns auch, wir brauchen auf jeden Fall eine Lagerzone für. Die würde ich jetzt erstmal hier unten bauen. Lagerzone. So, und wo hier nur alles löschen und wo wir nur hier Rohstoffe reinbringen. Genau, das. Brocken. Steinbrocken. Steinschlacke. Brocken. Ja, bringen wir auch da rein. So. Halt. Müssen wir, glaube ich, die Priorität auf kritisch setzen. So, wo ist denn noch die Rubber? Rubber läuft hier immer noch rum. Das Stahl. Jetzt hast du ja schon die Hose aus. Hast du noch mehr verloren? Das ist schade eigentlich. Aber alle Leute sind so. So, dann haben wir die Räume auch wieder so, wie wir sie brauchen. Sehr schön. So, dann können wir das eigentlich jetzt mit der Bergarbeiterei mal die Priorität so ein bisschen wegnehmen. Um zu schauen, ob die jetzt ein bisschen ja andere Dinge mal machen. Nicht nur Bergbau. So, jetzt haben wir das nämlich hier. Da würde ich jetzt nämlich hier ganz gern schauen, was wir da reinpacken. Kleidung. Das nicht. So, das nicht. Das und das nicht. Schießt hier weg. Da hat sie wieder was ausgezogen. Läuft sie ganz nackig rum. 87 Jahre alt, sag ich noch. Was macht der? Der füttert den Hund. Der trainiert den. Ah, okay. Das ist ja nicht so verkehrt, soll er ja machen. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier auf jeden Fall auch noch die Stehlampen rein. Da rein. Und da rein. Dass es nicht ganz so dunkel wirkt. Dasselbe werden wir hier tun. Da rein. Und am besten da innen hin. Und der Küche haben wir auch nicht, sehe ich gerade. Einfach da einer hin. So, also wie war denn das jetzt hier? Hocker. Hocker. Hocker, Hocker. Kommt man da noch durch? Jetzt habe ich was gemacht. Naja, mal schauen. So, die Lagerung ist schon um, so wie das hier aussieht. Nee, sieht's nicht. Die essen erstmal was. So, dann haben wir hier einen Labortisch. Und dann können wir hier unten auf Forschung gehen und einfach mal schauen, was wir hier zuerst forschen. Und ich würde ganz gerne Moment, wo ist es hier? Grundlagen Mikroelektronik. Da kann man nämlich gleich einen Hightech-Labortisch machen und das schaltet dann hier unten die Dinge frei. Finde ich erstmal wichtig. Danach werden wir wahrscheinlich in die Mechanik gehen. Beziehungsweise, das ist. Ich
Bin ich sicher, wenn ich Hydrokulturen sind, wäre ich auch nicht so verkehrt. Da kann ich nämlich auch Pflanzen anbauen, wenn das Wetter mal nicht so ist. Oh, da ist eine Vorratskarte. Boah. Was haben wir denn hier? Oh, Silber. Bezahlung, Jungs, Mädels. So, hier sehe ich gerade noch Reststücke von einem. Wo ist denn das hier eigentlich? Ja, ganz kurz gucken. Oh, ganz schön weit weg, hä? Wo bin ich denn? Da oben. Da oben. Ach, du grüne Leute. Ganz schön groß eigentlich das Gebiet, ne? Oder so ein bisschen. Nanu? Was? Robo ist aufgrund extremer Erschöpfung zusammengebrochen. Ah, okay. Paddy, deine Schwester. Dann geh sie mal retten. Die schläft. Was ist denn los mit dir? Die brauchen wir doch bestimmt auch noch. Neue Koloniehoffnung. Nahrung weg, Erholung weg, Vergnügen weg. Alles weg. Rückenschmerzen. Na, na. Du wirst uns doch jetzt hier nicht noch schon den Geist auf. Oh, hier ist ja mega viel Stahl. Krass. So, was machen die anderen? Paddy forscht. Moment, das will ich aber jetzt ganz gern schon machen, aber jetzt nicht so Priorität. Was, wir müssen erstmal hier ein bisschen vorwärts kommen. Irgendwie funktioniert das auch noch nicht so richtig. Aufseher brauchen wir nicht, Jäger. Ja, das finde ich schon wichtig. Bauarbeiter, das ist schon wichtig, ne? Ja, soll ich schon mal kommen. Die jagen jetzt. Was war das? Hunger, Rapper, Hunger ist klar. Die hat auch. Was ist denn das? Ein Wark? Was ist denn ein Wark? Tja, Bedürfnis. Kann der transportieren? Moment. Ein stark muskulöser Wolf, den der Wissenschaftler fand heraus, dass Warke die Nachkommen eines militärisch gezüchteten Tieres sind, das zum Unterdrücken einer Population erschaffen wurde. Die Abergläubischen sehen sie als ein Werkzeug eines wütenden Gottes. Sie essen nur Fleisch oder Leichen. What? Trainierbare Intelligenz, sehr gut. Transportkapazität, die können transportieren. Wollen wir den mal zähmen? Können wir versuchen das mal. Vielleicht haben wir noch die Arschkarte. Wir probieren es trotzdem. So, wie sieht's denn hier aus? Es ist ganz schön dunkel, ne? Wie spät haben wir es? 23 Uhr und die schlafen noch nicht. So, danke einmal. Der Dreck muss weg. Der Ben. Der Ben schlachtet. Das ist sehr gut. Von hier. Ja. 3 Uhr. Da ist es schön kalt. Moment, wir müssen das aber vielleicht gerade mal so am Gefrierpunkt halten. Wir müssen ja nicht unnütz Strom verbrauchen. So, Paddy ist schon wieder wach. Strom ist da. Das sieht echt gut aus. Wir brauchen aber auf jeden Fall. Wieso geht das hier eigentlich nicht? Moment, wir müssen mal gucken. Wieso lagern die das nicht ein? Körperteile brocken. Schlechte Laune, ja, ist klar. Ressourcen. Hergestellt. Bauteil. Lagern wir auf jeden Fall mit ein. So, ansonsten kann der Stall rein. Warum die das jetzt nicht machen, bin ich nicht sicher, aber wir lassen sie mal schauen.
Ah, mir sieht es immer noch ganz spittlich aus, aber nein, wir müssen unbedingt mal aufräumen. Moment. Arbeit. Reinigung. Wobei ist das jetzt so wichtig? Ne, ist nicht wichtig. Wir müssen erstmal Essen wieder rankommen. Bis unser Zeugs hier gewachsen ist. Oh, wir haben eine bessere Wachstumsrate durch den Regen. Nehme ich mal stark an, dass es daran liegt. Ja, 140%. 67. Sehr gut. Den jagen wir. Wir haben einen Überfall. Mbaxada vom Bach. Ja, diesmal sind es sogar schon zwei. Einer mit Bogen. Was ist mit dem? Schauen wir, was wir hier haben. Wir haben viel Viehzeug. So, wo sind wir? Hier oben. Okay. Ich nehme an, dann werden die von hier kommen. Dann werden wir uns hier wahrscheinlich mal ein bisschen was verschanzen müssen. Und ich würde es jetzt alle dreimal ins Boot holen. Denn, Moment, nee, doch, kämpfen können sie alle. Was ist mit Rafa eigentlich los? Ist die immer noch nackt? Warum ist sie immer noch nackt? Man zieht die sich nichts an. Mädchen. Zieh dir doch mal was an. So, wo ist dieses Messer hingetan? Da. Ach, ich habe ja gar keine drei Fernwaffen. Naja, nicht schlimm. Ich sollte einfach mal das Messer nehmen. Und dann kann sie ihren normalen Job weitergehen. Wobei, die können ja eigentlich hier mit rein. Moment, ich mach das mal. Die Leichen können ja auf jeden Fall mit rein. Tierleichen auf jeden Fall. Mich und Wedenleichen auf jeden Fall auch. Okay. Weil das lagert jetzt hier oben. Okay, Moment, sie starten ihren Angriff. Pause. Alle im Kampfmodus. Bis auf Rubber, du nicht. Du kochst ja schön weiter. So, ihr kommt bitte hierher. So. Dich nehmen wir hierher. Mal schauen, von wo sie kommen. Da kommt einer angelaufen. Kommt er so lang? Ja, er kommt. Okay, der ist nur ohnmächtig. Wo ist der zweite? Ist der gegangen? Fast so aus. Sieht fast so aus. Okay, wir schauen mal, ob wir den gebrauchen können. Oh, der ist sehr gut. Feuer löschen tut er nicht. Pyromane ist er, ein lahmes Ende. Aber der hat viele Flammen und kann so einiges. Den würde ich ganz gerne. Das muss ich mich aber beeilen. Wir nehmen einen Raum. Nehmen wir ihn weg. Und zwar den, machen da einen Gefangenenraum draus. Lumi wird den jetzt. Moment. Inventar. Hat nichts mehr außer das. Also wirst du den fangen. Das ist sein Essen. Das ist so Trockenfutterzeug. Und wir beenden das. Ja, das lief ja ganz gut. Die Blabber kocht fein. So, das bedeutet aber letztendlich, wir müssen auf jeden Fall mal noch einen Schlafplatz für den anderen suchen. Das heißt, wir bauen hier erstmal schön weiter. Moment, da. So.
habe ich mir das gedacht. Ob ich da jetzt richtig liege, bin ich nicht sicher. Moment, wir machen das mal anders. Wir bauen mal hier. Bauen mal hier weiter. So, und machen das die Zelle hier rein. So. Genau, dann machen wir das hier nochmal weg. Denn das ist noch nicht notwendig. Und zwar würde ich jetzt das ganz gerne mal priorisieren. Moment. Gefängnis anwerben. Der kriegt ohne Medizin. Haben wir noch Medizin? Wir haben Medizin. Geben wir ihm welche? Jo, wir geben ihm welche. So. Ja, ich weiß, schlechte Laune. Moment, wir priorisieren das mal gleich wieder. Bauen mal da schnell weiter. So, genau. So, dann machen wir uns das noch fertig. Dieses Zimmer. Der Ben macht das ja relativ schnell. Da ist eine Vorratskapsel runtergekommen. Oh, es ruckelt schon wieder mega. Warum auch immer. Oh, was ist das? Hopfen. Da können wir uns Bier brauen. Das ist sehr schön. Kommen wir da doch noch zum Spaß. So, aber das ist wieder weit weg, wa? Naja, geht. So, wie sieht's da aus? Aber jetzt schlafen alle. Der hat sich vollständig erholt. Läuft hier rum. Der kriegt auf jeden Fall mal noch was zum Sitzen. Und einen Tisch. So. Gar kein Holz mehr, sehe ich gerade. Müssen wir irgendwie Holz sammeln. Genau, bau das mal fertig da oben, Ben. Naja, der hat schlechte Laune, ich verstehe es schon. Ach so, Dach. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Okay, das ist Heimatgebiet, das ist okay. Das ist auch okay. Na, das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt machen wir mal ein Dach. Aha. Wir haben gar kein Dach gebaut hier. Überall dachlos. Dann machen wir das mal noch. Moment, ich mach mal das hier wieder weg. Das brauchen wir ja nicht. Das ebenfalls nicht. So, und dann bauen wir jetzt nämlich... Moment, Strukturen, Stahl, kann man schon das hinbauen, kann man immer noch nicht, dann Stahl auf jeden Fall, bauen wir da rein, Böden, Metall, sieht das aus, sieht gut aus, benötigt aber viel Material, Arbeitszeit, Silberfliese, 5 Stahl kostet es, ich meine wir haben ja Stahl, ne, Beton, das ist auch echt hässlich. Ne, wir wollen mal Metall rein hier, sollen es schon gut haben. Zack. So. Ja. Ich denke,
denke, da haben wir auf jeden Fall schon mal was geleistet in der kurzen Zeit. Und ich denke, wir machen hier erstmal Schluss für diese Session. Und dann struggelt mir hier gerade ein bisschen zu viel. Mal schauen, was da woran es liegt. Eigentlich ist das Spiel überhaupt keine Ressourcen. Oder benutzt kaum Ressourcen. Mal schauen, woran es liegt. Gut, dann würde ich mich erstmal verabschieden. Oh, dann kommt da noch ein verrücktes Tier. Was ist es denn? Moment. Ein Waschbär. Den jagen wir noch schnell. Lumi. Lumi schläft noch. Oh, wir ernten. Schaut mal. Das ist doch super. Die können wir auch ernten. Na, da geht's doch voran. Das ist nicht so. Mais hat man jetzt 39, 49. Heilwurzel darf auch nochmal. Und hier Baumwolle können wir dann bald laden. Na, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Das nehmen wir noch mit. Da müsste jetzt eigentlich gleich kommen hier, ne? Ist er schon da? Oh Gott. Lumi. Kampfmodus. Daran. Waschbär. Moment. Schießen. Kipp, kipp, kipp. Komm. Lauf. Lauf. Und jetzt schießt. Was? Okay. Sehr verletzt. Mal gleich mal gucken. Wo hier ist. Wir brauchen ein Krankenbett. Bam. Geh da wieder hin. Zu Fuß. Schlaf. So, genau. Das ist unsere Abfallzone. Naja, das sieht ja gut aus. Gut, jetzt habe ich mich schon verabschiedet. Und bin jetzt noch durch das Tier aufgehalten worden. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Session. Macht's mal gut, bis dahin. Euer Lars. Ciao.